Hey Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für ein historisches Video. Und zwar geht es um AB6 und deren Debütalbum Be Complete. Ja, das Ganze sind 7 Lieder. Eins davon kenne ich schon oder so halb. Und zwar ist das Hollywood. In AB6 sind ja 2 Jungs, die zusammen mit 101 debütiert sind. Das wäre zum einen Ujin und Dewi. Und ja, die haben damals in ihrer Audition basically haben die schon Hollywood präsentiert. Dementsprechend, das ist mir so ein bisschen bekannt. Dann haben wir noch Friendzone, Breathe, Absolute, yeah, Light Me Up, Dance for Two und Shining Stars. Genau, wie gesagt, das sind 7 Lieder. Wir haben 2 Videos zu gucken, also Musikvideos bzw. Performance-Videos, glaube ich. Ja, ich bin gespannt. Ich habe AB6 in mein Leben geholt, nachdem Youngmin die Gruppe schon verlassen hatte. Der ist nämlich betrunken gefahren. Warum ist das so ein großes Ding in Korea, ey? Naja, der hat die Gruppe, glaube ich, spätestens nach einem Jahr verlassen. Das heißt, der war nicht so lange dabei. Ich kenne sie also nur zu viert. Bin jetzt gespannt zu sehen, wie die zu fünft unterwegs sind. Ich würde sagen, wir legen direkt los, damit das Video nicht allzu lang wird. Ich hoffe, es gefällt mir. AB6 ist ja mehr oder weniger eine Self-Producing-Gruppe. Zumindest haben die viele Lieder, die zumindest geschrieben wurden oder so von den Members. Das ist super, das freut mich. Wir legen los. Wir steigen direkt ein in Absolut, ja. Let's go. Walking like mortal, no it now man could mote. Need the moon, they plunge the pan, don't joy, can tandem go say whoop. Is it one to legend not in high up? Some the curve to make it louder. Hunger about to change in head and a fix and under the cargo, not the moody sort of don't you got your bang day more than your bad team. Okay, also erstmal, dass Ujin ein super Rapper ist, das weiß ich ja schon, ne? Und dass Daehui ein super Sänger ist, weiß ich halt ebenfalls schon. Von daher bin ich besonders gespannt auf Donghyun und Ung. Youngmin ist mir dann halt egal, ne? Also wenn er irgendwas Cooles macht, dann werde ich das natürlich sagen, aber eigentlich ist er mir egal. Ja, ob das Lied komplett was für mich ist, weiß ich noch nicht, aber Ujin war auf jeden Fall amazing. Okay, es geht in so eine Tanz-Disco-Richtung. Ich finde, es passt zu deren Essenz, ne? Weil Hollywood geht auch in so eine ähnliche Richtung. Von daher war ich schon darauf eingestellt, dass wir sowas zumindest am Anfang hören werden. Ja, ich meine, man zeigt schon Talent. Ich meine, Rocket, Rocket, Rocket war jetzt, hat mir nicht so viel gegeben. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, ich glaube, Youngmin ist für sich alleine gestellt ein guter Rapper, aber verglichen mit Ujin gewinnt Ujin halt. Bisher gibt mir das Lied so das Gefühl davon, dass es halt für die Rapper gemacht ist und dass die Vocalists jetzt nicht so glänzen können, zumindest momentan nicht. Aber ich denke schon, dass sich das in deren späterer Diskografie noch ändern wird, weil wenn Youngmin weg ist, haben wir ja nur noch einen Rapper, ne? Und Ung ist auf jeden Fall ein Vocalist und ich glaube Donghyun halt auch, Dewi ja sowieso. Von daher, ich glaube schon, dass sich deren Diskografie im Laufe der Zeit zu etwas entwickeln könnte, was mir gefällt. Das hier finde ich jetzt nicht schlecht, aber ich müsste es mir nicht nochmal anhören. Okay,
Ja, ich mag nicht so gern, wie wir hier in den Refrain reingehen. Dieses Finally United finde ich eigentlich ganz gut. Aber der Rest da, der kann mich nicht so holen. Also wisst ihr, was ich meine? Selbst die Momente, die halt für die Vocalists gemacht sind, da scheint ja keiner. Also der Einzige, der meiner Meinung nach in diesem Lied bisher geschienen ist oder hat, ist Ujin. Youngman war, wie gesagt, auch okay. Ja, also das ist ein ganz klares Lied, was sich nach den Rappern richtet und das kann mir manchmal gefallen. In dem Fall ist es jetzt nicht so meins. Ja, also, für ein Debüt-Song ist das okay, ne? Aber was ist da los? Wieso haben wir Ujin nur am Anfang gehört und danach nie wieder? Das ist enttäuschend und kann ich so nicht stehen lassen. Also weiß ich nicht. Da fand ich die Partverteilung nicht so gut. Vor allen Dingen, es sind doch nur fünf. Und Ujin war praktisch nicht vorhanden, obwohl das, was Ujin zum Lied beigesteuert hat, das Beste war. Naja, sieht es okay. Gibt mir so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Original von On and Off. Aber ich mag Original da auf jeden Fall mehr. Okay, dann, das nächste Lied ist Shining Stars. Ja, wir werden sehen. Endest du vorher? Nein, ach Mann, das scheint mir so lang zu sein. Fast 4 Minuten, ey. Die Bilder, ja, Donghyun ist von Natur aus ein hübscher. Ich finde Eunhye auch super hübsch. Ja, okay, let's go. Ja, das finde ich bisher tatsächlich ganz süß. Also ich meine, geht mehr in meine Richtung, denke ich, als Absolut es getan hat. Ja, ich finde, die Jungs klingen gut. Auch Youngman fand ich gerade sehr nice. Ja, doch. Ja, könnte unter Umständen Potenzial haben. Ja, also, ne, wie ich zu dem Refrain stehe, das wisst ihr selber. Das wisst ihr selber, da muss ich nichts zu sagen. Ach, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es immer soll mit dieser ganzen Repetition die ganze Zeit. Denkt euch doch mal mehr Worte aus, einfach. Naja, also, dass auch das hier mehr in so eine Dance-Richtung geht, macht Sinn für mich, wie gesagt, ne. Durch Hollywood war ich da ja schon so ein bisschen vorgewarnt. Naja.
Yeah, 너만 웃자는 star 우리나라 비슷한 표정으로 마주했어도 그리워한던 와나 사이에 미묘한 감정이 흘러온 shit 나는 그걸 사랑이라고 불러 밤하늘 그 위에서 찬란하게 빛이 될게 불안이란 그늘조차 널 가리지 못하게 날 바라보며 간절하게 빌었던 소원 내가 이뤄줄게 넌 이제 복구만 참 밤하늘 외로웠지 어두웠던 시간 그틈 속에서 이제 내가 널 빛 Okay, so das Zusammenkommen von Yangmin und Ujin fand ich gerade sehr, sehr nice. Ich fand Yangmin ein bisschen besser als Ujin. So dieses ruhigere Rappen steht ihm auf jeden Fall sehr, sehr viel besser. Ja. Ja, also ich könnte das Lied auf jeden Fall sehr, sehr viel besser finden, wenn der Refrain anders wäre. Auch wenn er anders wäre, wäre weiterhin das Einzige, was ich so richtig herausheben würde, die Rapper. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Aber bisher zwei Lieder gehört und das Einzige, was heraussteht, sind die Rapper. Ja, weiß ich nicht. Ich finde einfach, dass sie in den Gesangsteilen noch nichts machen, was man nicht schon öfter gesehen hat. Und die Stimmen der Vocalists haben jetzt bisher auch noch nicht so bahnbrechend geklungen. Okay, klang gut von Ung, hat er gut gemacht. Ich verstehe halt immer nicht, wo der Sinn liegt in solchen Bridges. Eine Zeit lang war die Bridge so mein Lieblingsteil von vielen Liedern, weil da wirklich irgendwie Energie und Gedanken reingesteckt wurden. Aber das hier, das waren ja nur ein paar Sätze, damit wir dann wieder irgendwie in den Refrain reinsteigen können. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bisschen enttäuschend. Ja, ne, also es ist okay, ne, auch hier, ne, ich bin hier am Kritisieren, absolut, aber für Lieder aus einem Debütalbum ist das vollkommen in Ordnung, was sie da machen, ne, also die sind in Ordnung, ne, ich habe einfach schon auch große Hoffnung in AB6 und ich glaube schon, dass wir in deren Diskografie Sachen finden werden, die ich super finde. Wenn das jetzt halt nicht in diesem Album stattfindet, dann ist das so. Dann ist das in Ordnung. Okay, dann sind wir jetzt beim Title-Track und zwar ist das Breathe. Ich bin gespannt. Gespannt bin ich. Ich hoffe natürlich, es ist amazing. Ich hoffe, mir gefällt das Musikvideo. Ah, let's go! Okay, also das Musikvideo catcht mich jetzt natürlich noch nicht so krass, weil halt noch nicht so viel passiert ist. Aber der Hui mit den roten Haaren, sehr pretty. Steht ihm sehr, sehr gut. Sehr hübsches Face. Ja, mehr kann ich ja echt noch nicht zu sagen. Ich habe das Feeling des Liedes jetzt noch nicht so ganz aufgenommen, von daher weiß ich noch nicht.
Ich habe Dewey schon viel zu oft in diesen komischen kurzen Hosen gesehen. Zu oft. Der trägt ja nur diese Hosen. They make me aggressive. Ich kann euch nicht mal sagen, warum, aber ich mag diese Hosen nicht. Ich finde sie unvorteilhaft. Ich mag den Refrain. Ich glaube, das ist so ein Lied, wo ich den Refrain mehr mag als die Strophen. Passiert doch selten in K-Pop. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das hier gut genug finde, als dass ich es nochmal hören wollen würde, aber den Refrain finde ich gut. Ja, also Youngmans Teil fand ich gerade ganz gut. Generell, das Lied ist in Ordnung. Der zweite Teil des Refrains, der hat mich dann nicht mehr so gecatcht wie der erste Teil. Und ich finde das Musikvideo auch so ein bisschen unspektakulär, weil passiert ja nichts, ne? Also das haben wir schon öfters mal gesehen. Ich habe gedacht, dass man von Brand New Music vielleicht ein bisschen was mehr Out-of-the-Box-mäßiges sehen würde, aber gut, dann halt nicht. Für eine stylistische Choice. Man sieht ja fast nichts. Ich weiß, das ist wahrscheinlich die stylistische Choice. Aber, also ich muss schon sagen, von den drei Liedern, die wir bisher gehört haben, gefällt mir das ja am besten. Heißt aber nicht so viel. Finde ich denn, dass das eine gute Idee ist für ein Debüt? Ich glaube, AB6IX hätte so oder so Erfolg gehabt, allein durch Dewey und Woojin. Von daher glaube ich nicht, dass die so super viel in ihr Debüt reinpacken mussten. Ich glaube, da war schon eine eingebaute Fanbase. Wenn die nicht da gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so ein bisschen Interesse geweckt hätte. Aber ja, also von allen Debüts, die ich je mitbekommen habe, ist das jetzt nicht eins meiner Favorites. Ja, also es klingt natürlich so, als wäre ich jetzt komplett unzufrieden. Das ist nicht der Fall. Fällt mir halt einfach leichter, Dinge zu kritisieren, als sie zu loben. Ne? Wie gesagt, den Anfang des Refrains, den finde ich sehr, sehr nice. Der Rest ist okay und das Musikvideo hätte ich mir was anderes vorgestellt. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was man für so eine Art Lied noch machen soll. Ne? Also das Lied ist ja nicht so super krass spektakulär, dann kann man auch nicht irgendwas Krasses mit dem Video machen. Von daher ist es in Ordnung. Ist okay. Okay, dann sind wir jetzt bei Friendzone. Ja. Geht nur 3 Minuten, das ist super, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Lieder ein bisschen lang sind. Ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen lang. Ja, nur 3 Minuten. Wir hoffen auf Tolles. Let's go.
me in the friend zone. No one I'm good at in the side boon it I go. Just but I want to win my love song. No in that girl, man, they go stop. Baby, baby, baby. No name you run it, no leader, I could be some my level funny. We got that in it, so that will go with some money. She's on the go chung it funny. Got me in the friend zone. No one I'm in the side of she's at the team. Yeah, yeah. I want you in my love song. Okay, das ist so nicht komplett P1 Harmony, weil es hört sich nicht nach P1 Harmony an. Aber es geht so in die Richtung von BFF oder Yes Man oder so. Allein schon, weil es so kurz ist auch. Ich mag dieses, ja, yeah, you got me in the friend zone, I want you in my love zone und so. Das finde ich süß. Ja, aber mehr ist da jetzt noch nicht. Oh, come on. In the friend zone, wish you in my love zone. Me in the friend zone, wish you in my love zone, babe. 사실 난 예전부터 너를 좋아했어. 우리 사이는 언젠간 끝이 난다는 말에 친한 친구로는 자자기 체면을 몇 번씩 걸어가면서 지금까지 참아왔는데. Sorry, Freunde, ich bin die ganze Zeit ein bisschen verwirrt, weil es unten relativ laut ist. Ja, ich weiß nicht, was ich hierzu sagen soll, ne? Das kann man sich anhören, ne? Es ist nicht besser als Breathe. Und ob ich es besser finde als die anderen Lieder, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Es ist ja jetzt schon sehr repetitiv. Ha. Tja, ich sage no more. 널 보는 내가 더 못 참겠어. 네가 좋아하는 말투와 옷차림 풀 세팅하고 네 옆에 딱 서. 1, 2, 3. 12시 지나면 멋지게 말할 준비. 했지만 눈치를 챘는지 담은 얘기하자, say. 저렇게 보는 길이 잡아. Got me in the friend zone. 너와 난 친구 사이로 시작됐지 마. Yeah, I want you in my love song. 우리들 끝에는 사랑이고 싶어. Got me in the Ich find's immer sagenhaft, wie es halt sein kann, dass wir ein Lied haben, was 3 Minuten geht. Und trotzdem ist es so repetitiv. Das finde ich, das ist eigentlich ist das auch schon wieder echt eine Errungenschaft. Also es kann doch nicht sein, dass der Refrain so ist. Naja, also auch hier, ne, es gibt schlechtere Lieder. Gibt aber auch bessere. In my love zone, got me in the friend zone. Want you in my love zone, babe. 언제까지 내 맘을 숨겨야 할까요? 사랑과 우정 사이 우린 그 어디쯤이죠? 확실히 없는 대신 물어볼까? 확실히 숨는 빛으로 날 바라봐줬으면 Also irgendwer hatte gerade ein Adlib, ich denke es war der Wii, ich weiß es aber nicht genau, das klang gut. Mehr habe ich hier nicht zu sagen, ich werde den Rest laufen lassen. Nee. Also das macht für mich keinen Sinn. Allein, dass das jetzt zum Schluss so oft wiederholt wurde, zieht das ganze Lied in meiner Meinung, in meiner Auffassung komplett runter. Also wo ist denn da jetzt gerade der Sinn gewesen? Also das ist der absolute Wahnsinn. Nee. Nee, da würde ich mir lieber alle anderen Lieder anhören als das. Und das geht nur 3 Minuten. Nee. Mm-mm. Okay, nächstes Lied ist Light Me Up, genau. Das ist auch wieder eins der kürzeren. Das freut uns. Ja, langsam muss mal was kommen, wo ich sage, oh yeah. Yeah.
Okay, das Lied hat okay angefangen. Ich fand Dewey's Teil ganz gut. Je nachdem, wohin jetzt der Refrain geht, ne, kann ich mich natürlich auch wieder umentscheiden. Aber bisher finde ich es okay. You better let me go. You better let me up. You better let me go. Ich meine, ist das mein Favorite, wenn ich mir meinen Traumrefrain aussuchen kann? Ist es das? Nein, 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 nein. Aber Derry klang gut, Ujin und Youngmin zusammen klang gut. I mean, es ist momentan besser als Friendzone. Boom, 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 tell that. 화끈하게 찍지. 넌 몸이 달아올라, change me. 내 아무나 보게 칠해질 거야, 네 뱃속은 내게 뻗어잡아, the catch me. Yeah, 이제 내 life 미겨봐, 둠 속에 갇혀 있던 날 환하게 밝게 외로 우민한 자로 와는 거리가 멀게. 손을 잡고 꿈을 헤쳐나가줘. You're the light in the salt. 나를 눈부시게 밝혀줄 너야, 너 하나로만 충분해. You are all that I ask. 지금 모든 내가 바라는 하나. 단 하나면 난 충분해. 어쩐지 너의 눈. Ich weiß halt echt nicht, was ich zu sagen soll. Es ist halt okay. Oh Mann. Es ist okay. Es ist okay, man kann es sich anhören, Freunde und Freundinnen. Wie gesagt, es ist besser als Friendzone. Es gefällt mir wahrscheinlich auch besser als Absolute. Und wahrscheinlich auch besser als Shining Stars. Also es ist wohl eins meiner Favorites aus dem Album. Und ich will nicht, dass ich rüberkomme, als fände ich hier alles schlecht oder so. Aber das Ding ist, ich habe ja heute schon ein paar Videos gedreht. Und da war wenig dabei, was mich ja komplett begeistert hat. Und es ist natürlich total utopisch von mir zu glauben, dass AB6 direkt in ihrem ersten Album irgendwas raushauen, wo ich sage, wow, das hat mein Leben verändert oder so. Natürlich ist es ein bisschen viel Druck für die Jungs. Aber all diese Lieder sind alle so middle of the road, so ein konstantes Meh. Sie sind aggressively fine. Und das macht mich traurig. Ja, Adlib von Ung war okay, Bridge war okay. Alles war in Ordnung. Ich lasse den Rest laufen, Freunde. Ihr seht es ja selber, ich habe nicht mehr Meinungen. Ja, wir lassen den Rest jetzt nicht noch auslaufen. Wie gesagt, ne? Aggressively fine. Kann man hören, muss man aber nicht. Muss man nicht. Ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man es sich nicht anhört. Ich meine, wie gesagt, ne? Für ein Debütalbum ist das alles okay. Nichts war dabei, wo ich... Naja, Friendzone hat mich schon hart gekickt. Aber an sich war da jetzt wenig dabei, wo ich sage, Katastrophe, aber ich habe halt irgendwie höhere Hoffnung gehabt. Naja, vorletztes Lied für heute ist Dance for Two. Das letzte Lied ist ja Hollywood, dementsprechend habe ich da Hoffnungen, weil das kann halt gut sein, ne? Dance for Two, wir hoffen, es wird gut. Dewey sieht sehr hübsch aus mit den roten Haaren, sehr, sehr hübsch. Okay, let's go. Cold에 비친 내 눈동자가 너무 차가워. 너와 함께 밝던 스타비 점점 무뎌지고 같이 리듬을 타던 음악은 흐려지고 도무지
기억이 나질 않아. 너와 함께 맞춘 기억은 너무 많아. 그때 너와 내가 아무 생각도 없이 하나 둘씩 맞추던 노래가 너를 기억할 수 있는 유일한 노래가 돼버린 게 그저 슬플 뿐. I want you to know that. Je nachdem, in welche Richtung auch hier der Refrain geht, könnte es mir gefallen. Das ist endlich mal ein Lied, was sich auf jeden Fall nach den Sängern richtet. Ich bin gespannt zu hören, wie Woojin und Youngmin das vom Rap her machen. Es könnte mir gefallen, bitte. Bitte, Refrain, bitte. Okay, Youngmin. Fand ich okay. Ich glaube, ich hatte ja schon in Shining Stars, glaube ich, gesagt, dass er sich momentan besser anhört, wenn es sich so um diesen ruhigeren Rap handelt. Weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt auf Woojin. Wie gesagt, Youngmins Teil fand ich gut. Refrain war okay. 우리 함께 불렀잖아 1, 2, and 3, and 4 내 기억이 맞다면 우리 추억 so beautiful. 거울 속에 항상 보이던 네가 이제 눈을 감아야만 보여. 눈앞을 환하게 밝혀줘. 마음이 예속해 때때로면 it's okay. 텅 빈 공간에 혼자 있으면 내려가는 어깨 음악이 흐르면 난 돼버리지 술래. 이 음악이 끝나면 이 자리에 있어줄래. Sehr viel besser, als er es in Shining Stars gemacht hat. Sehr viel besser. Ja, Rap-Portion fand ich gut. Aber mal kurz die Rapper ausgenommen, finde ich, ist das Lied wie gemacht für Dewis Stimme. Ich finde, er klingt hier mit am besten verglichen mit den anderen Liedern. Wisst ihr, als ich eben über Bridges geredet habe, so gehört sich das. So hätte ich gerne Bridge. Bisschen Rap, bisschen Gesang, bisschen mehr als nur zwei Sätze. Nice. Ja, das war gut. Das war auf jeden Fall eins der besseren Lieder aus dem Album. Ich würde sogar sagen, das zweitbeste Lied. So weit würde ich gehen. Also ich fand Breathe, glaube ich, besser, weil mir da der Refrain besser gefallen hat. Aber ja, hätte bedenklich schlimmer sein können. So, damit sind wir beim letzten Lied und ich freue mich, dass wir das jetzt auch zu einem Ende bringen. Ich habe gerade keinen Bock mehr auf AB6. Wie gesagt, das letzte Lied ist Hollywood und wir haben hier ein Performance-Musikvideo. Ich freue mich. Wie gesagt, ich kenne das Lied von Produce 101, aber das Einzige, was halt hängen geblieben ist, ist Welcome to my Hollywood. Ne? Also mehr weiß ich nicht. Ich hoffe, es ist amazing. Let's go. We'll be right back.
Ja, also ich meine, einen flotten Kostüm-Change, da bin ich doch dabei. Da bin ich doch dabei. Ich muss auch sagen, Donghyun ist wirklich ein hübscher Junge. Ist ein hübscher Junge. Es gibt ja so dieses famous Bild, wo er neben Chauno und Lukas von NCT, naja, nicht mehr, aber Lukas sitzt und Fans gesagt haben, oh, du kannst da mithalten mit der Schönheit. Da denke ich, oh, sowas sagen wir jetzt neuerdings? Es gibt Menschen, die in den Augen der Gesamtheit mit Chauno mithalten können? Krank, aber er ist auch sehr hübsch. Machst du nichts? Ja, also bisher finde ich es okay. Welcome to my Hollywood. Who am I? Who am I? I'ma let you know, I'ma let you know what. Welcome to my Hollywood. Who am I? Who am I? I'ma let you know, I'ma let you know what. Welcome to my Hollywood. 날 보러 Hollywood. 번호를 와는 달리 난 손만 들어도 Hollywood. 내게는 정해져 있어 필요 없어 내 비전 형을 벗고 나를 가차래 내 love it. 제가 나는 이 무대에 빛이 내 컬러 점점 올라가는 눈도 속에 채워진 follows. Also ich mag's bisher natürlich. Egal ob mir das Lied jetzt gefällt oder nicht, aber wie Woojin da steht und einfach singt Welcome to my Hollywood. Oh, es gibt so viel. Es gibt zu viel. Ich habe ja echt gedacht, dass Woojin wahrscheinlich die Person sein würde, die mir am wenigsten gibt aus der Gruppe, weil er mir halt bei Produce 101. Hey, der Junge ist mir sowas von absoluter Weise überhaupt nicht aufgefallen, ey. Und vielleicht bin ich da blasphemisch unterwegs. Aber der Junge ist mir nicht aufgefallen. Und jetzt, wo ich ihn halt in einer permanenten Gruppe sehe, ne? Der ist mir so sympathisch, ey. Ich sag's euch. Welcome to my Hollywood. Das Ding ist, das ist ja basically dasselbe wie jetzt Sachen wie Absolut oder sowas, ne? Und da habe ich mich ja darüber aufgeregt, dass es basically so ein Tanzding ist. Aber hier wusste ich ja schon, was kommt, ne? Ein Performance-Video bietet sich da kompletterweise an. Die Jungs sind komplett in ihrem Element, ne? Die haben das selbst produced. Die Outfits mag ich. Was soll ich mich denn da beschweren? Welcome to my Hollywood. Who am I? Who am I? I'ma let you know, I'ma let you know what. Welcome to my Hollywood. 그대게 내가 아니야. Go 0 to 100 real quick. I got you thinking of me all day, every day. 들어봐, 들어봐. 이제 급이 다른 펀치 니들에게 넉넉하게 또한 증명할게 니들과는 다른 마인드 그럼 접할 수 없게 만들어줄게 기고 만지게 너네들의 코를 눌러 knockdown or KO. Sorry, aber dieses aggressivere Rappen macht Woojin einfach sehr viel besser als Youngmin. Also, ich bin ein Riesenfan von Woojins Rap, kompletterweise. Ist ein gutes Lied, was soll ich machen? Welcome to my Hollywood. Irgendwas hat das Lied. Es tut mir leid, allein halt zu wissen, dass es das Lied schon so lange gibt und dass sie es dann endlich rausgebracht haben als die Gruppe, die sie zu sein gemacht waren. Dass es so viel Sinn macht, so im grammatikalischen Sinne, weiß ich nicht. Aber ich finde das nice. Also ich meine, ist es mein liebstes Performance-Video, was ich hier gesehen habe? Nein, weil es ist kein Halla-Halla. Aber es ist einfach gut und das Lied passt super gut zu den Jungs. Welcome to my Hollywood. Who am I? Who am I? I'ma let you know, I'ma let you know what. Welcome to my Hollywood. 오래 꿈꿔왔던 일들이 눈앞에 펼쳐져. No, no. 상상 속에서만 바래봤던 순간. It's time to rise your Ey, da war Umi ja fast schon mal cool. Also cool kriege ich ja von ihm sehr wenig, ne? Ich kriege eher Cutie von ihm. Aber da war er ganz cool. Welcome to my Hollywood. Who am I, who am I? I'ma let you know, I'ma let you know what. Welcome to my Hollywood. Who am I, who am I? I'ma let you know, I'ma let you know what. I'ma let you know what.
Welcome to my Hollywood. Eigentlich ist es halt allein schon eine mega Kunst, dieses Welcome to my Hollywood nicht langweilig klingen zu lassen, weil man hört es ja wirklich oft im Laufe des Liedes und es stört einfach null. Es stört null. Okay, Freunde, abschließende Meinung. Würde ich sagen, das Album war durchwachsen. Das beste Lied ist Hollywood. Dann würde ich sagen Breathe. Dann Dance for Two und ab dann wird's schwer. Ab dann wird's dann schwer, Freunde. Friendzone ist das schlechteste und ob ich jetzt Light Me Up oder Shining Stars besser finde, keine Ahnung, Freunde. Ja, wie gesagt, durchwachsen. Ich habe mit mehr gerechnet oder gehofft, aber das ist in Ordnung. Es war deren Debüt. Wir haben echt noch eine Menge andere Alben von ihnen. Manche von denen sind auch einfach unendlich lang. Deren zweites Album ist unendlich lang. Von daher, es wird bestimmt noch besser und ich bin gespannt zu sehen, ab wann Youngmin dann nicht mehr dabei ist. Ja, ich hoffe trotzdem, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare. Wie gut findet ihr das Album? Habt ihr euch auf das Debüt von Dewi und Ujin gefreut? Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!